Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge Final Fantasy. Lang ist es her und ich weiß auch gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall ist unser nächster Auftrag einem Informanten Bericht erstatten. Genau, Pronto hat schon gerade gesagt. Wir ziehen jetzt erstmal weiter. Wir müssen jetzt fast einen Kilometer laufen, bevor wir die Mission abgeben können. Dann bis gleich. So, wir haben es geschafft, Leute. So, Bericht erstatten. Na komm, wo bist du? Da vorne. Bis wohin geht's heute? Wir fahren bis Hammerhead. Der Wagen braucht eine Inspektion. Oh Mann, ich hoffe, wir haben das Geld noch. Ja klar. Bei so einer Weltreise geht bestimmt was kaputt. Ach, das sind die da vorne. Ach so. Ich hab gedacht, der Kleine hier redet schon. Hallo. Willkommen im Krähennest. Hallo. So, erfüllt. Willkommen zurück. Moin, Totschlag. Ja, siehst du, genügend Geld bekommen? Na komm. Meinen Glückwunsch. Pferdenleser, okay. Also sind wir jetzt dementsprechend aufgestiegen, oder was? Ein Häppchen gefällig? Nein, danke. Aber die nächste Mission. Na, seid ihr in Kampflaune? Warte mal, die haben wir doch gerade erfüllt, oder nicht? Genau. Die hier müssen wir noch annehmen. Ah, okay, wir haben sie gerade abgebrochen. Die müssen wir noch töten, aber die sind doch hier gleich um die Ecke, oder nicht? So, das passt. Lasst euch nur nicht fressen da draußen. Die sind viel zu spät dran. Ja, ja, komm. Was ist unsere nächste Hauptmission? Leute, ich muss mal kurz gucken, wo kann ich das nochmal ansehen? Ah, hier. Den Online-Modus brauchen wir noch nicht. So, Aufgaben, da haben wir sie. So, hier unten, das sind unsere Jagdmissionen. Das sind, glaube ich, die Nebenmissionen und das hier ist die Hauptmission, bin ich der Meinung. Ja, das haut hin. Da müssen wir hin. Das heißt, wir schnappen unseren Regalia. Ich glaube, so hieß die Karre. Ah, da steht das schöne Ding. Einsteigen. Ach, verdammt. Automatisch fahren. Ich hoffe, das geht noch. Dorthin. Nein. Warum macht er das denn jetzt nicht? Komm, da wollen wir hin. Aufgaben ziehen, mal gucken. Vielleicht macht das jetzt. So. Ja, geht Lass doch. Nichts liegen. Okay. So, sehr schön. Geht's. Ignis wird fahren. Das heißt, wir werden jetzt wieder warten. Den Weg überspringen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Oh, Leute, ihr glaubt es nicht. Ignis hat gerade Schiss. Weiterzufahren, denn es ist ja nachts immer zu gefährlich. Das heißt, wir müssen jetzt dementsprechend manuell fahren. So, los geht's. Naja, war ja klar. Ist ja nicht so, dass es gleich um die Ecke ist. Wir müssen jetzt, was sind das, 2 Kilometer. Okay, unser Marker und die Hauptquest liegt direkt voreinander. Das heißt, die Zeit kann man nicht so richtig sehen. Aber was haben wir denn da? Eieiei. Ah, okay, hier kommen die ersten Gegner. Die Frage ist nur, wo? Was ist denn das? Okay, ich bin der Meinung, in der älteren Version auf der PlayStation 4 war das nicht vorhanden. Zumindest nachts nicht. Sieht auf jeden Fall besser aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, da hinten kommen die Feinde. Na, okay, wir sind schneller. Das heißt, die verziehen sich wieder. Aber da kommen wir auch noch hin, Leute. Jetzt heißt es erstmal, wir müssen zur Hauptmission. Familienbande. Iris in Lestalum treffen. Okay, ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ach, verdammt, Leute. Es ist Nacht und es kam ein Monster. Na super. Wir müssen kämpfen. Das Dumme ist, wir haben Level 22. Ah, ich hoffe, die können wir fertig machen. Also die Kleinen, ja, den Großen? Keine Ahnung. Okay, den ersten haben wir. Okay. Die Hälfte hat uns schon abgezogen. Mit einem Hit. Ah, scheiße. Okay, ja, wir sind down. Gladio. Komm, go. Okay, wir werden gleich verrecken, Leute. Okay, wir müssen Japan. Ach du Scheiße. Ja, danke. Ja, toll. Und wie machen wir den hier kalt? Okay, Ding. Ach, oh, scheiße. Okay. Ja, dann komm doch ran hier.
Komm, heil mich, heil mich, heil mich. Ignis. Danke. Gladio geht's nicht gut. Vorsicht. Nee, mir geht's nicht gut. Wir machen ja genügend Schaden, aber... Boah, fuck. Jo, wir verrecken, Leute. Wir verrecken, wir verrecken. Oh. Bleib wachsam. Ja, komm. Wir müssen Japan, Leute. Das schaffen wir nicht. Ignis. Jo, das war's. Danke, Ignis. Hast du echt toll gemacht. Ja. Okay, anscheinend... wir können Heiltrank nehmen. Okay, das kann ich nicht, aber Phönixfeder können wir nehmen. Somit haben wir uns jetzt wiederbelebt. Aber dennoch. Ja, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Bist du gerade. Du hast nichts gesehen. Na los, komm. Ich kann seine Angriffe aber auch nicht irgendwie abwehren. War so nicht geplant. Was ist denn das hier? Also Leute, irgendwie funktioniert es nicht. Du bist nicht allein, Prompto. Das funktioniert nicht. Nee, nee, das... Komm, wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen, das bringt dir gar nichts. Komm, wir ziehen dich. Also gut. Wir müssen wieder zum Wagen. Wir müssen warten, bis die abhauen. Und wie gesagt, wir versuchen das Ziel zu erreichen, denn es ist ja immer noch ein Kilometer entfernt. Ja, das wird nichts. Wir sind noch zu schwach. Also nachts ist es definitiv ratsam, sich irgendwo hinzulegen, damit der Tag wieder anbrechen kann. Fuck. Naja. Erstmal zur Karre und ich hoffe, die Gegner verschwinden gleich. Naja, bis gleich. Ach man, Leute, wir können nicht weiter. Wir müssen die Gegner töten. Wir können nicht einsteigen. So. Okay, der Kleine ist ja in Ordnung hier. So, jetzt kommt der Große. So, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Alter. Mann. Oh, come on. Jetzt aber, jetzt. Der macht viel zu viel Schaden, Alter. Wir können in der Luft noch nicht mal ausweichen, Leute. Das funktioniert hier nicht. Komm, Ignis. Ja, wir brauchen einen Schlafplatz, Alter. Ich habe es gerade noch mal versucht, aber es bringt nichts. Ich kenne meine Hallo. Grenzen. Gladio, komm. Komm. Na los. Hoch mit dir. Ja, ach nee, was versuche ich denn hier? Ignis, vorsichtig. Wie mache ich den fertig? Leg los, Pronto. Komm, du, mach mal. Hey, Nacht. Oh, holy shit. Okay. Komm, wir müssen das weiter versuchen. Scheiß drauf. Super Elixier, super Trank. Von mir, denke ich mal. Ja. Und die Königswaffe, Leute. Da. Oh, es geht nicht. Wir können nicht ausweichen in der Luft. Ja, super. Hier kommt Gladio. Mach mal wieder. Ja, genau, das sagst du schon die ganze Zeit, Alter. Nee, geht nicht. Eieiei. Okay, nee. Da, Leute, wir können nicht einsteigen. Da müssen wir doch nur hin. Nur da müssen wir hin. Wie können wir das jetzt machen? Leute, ich versuche jetzt erstmal eine Möglichkeit zu finden und dann schauen wir weiter. Ja, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in dieser verfluchten Stadt. So, los, komm, pack ein. Ganz schön heiß hier. Sollten wir uns ein kühles Plätzchen suchen? Ja, genau, komm, brauchst du. Können wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Das denke ich aber auch. Fertignudeln, was? Ich sehe hier gerade gar keine Tankstelle. Wir könnten ein paar Packungen kaufen für den Notfall, wenn uns die Zutaten ausgehen. Komm, komm. Mann, so viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Nice, hier waren wir noch nicht, Leute. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Leville. Okay, dann denke ich mal, werden wir dorthin gehen. Hotel Leville. Hört sich schön an.
Mann. Aber dennoch, falls ihr auch ein Problem damit haben solltet, wenn ihr nachts fährt, ihr könnt direkt zu einem Campingplatz. Wow, habt ihr das gespürt? Was das ist das Erdbeben gerade? Alter. Oh. Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Gegen den Kleinen werden wir noch kämpfen. Ja. Ist wieder weg. Ei, ei, ei. Ja, und wie gesagt, nachts könnt ihr zu einem Campingplatz sofort, ich sag mal, teleportieren. Und auch wieder zu eurer Karre könnt ihr euch ja auch wieder teleportieren. Also das passt alles. So, hier haben wir wieder ein Kosmogonie. Also, falls ihr lesen wollt, ne, wie gesagt, einfach pausieren und dann passt das. So, hier, es geht weiter. Hey, Gladi! Iris! Ach, Iris. Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Jo, lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Warum unter vier Augen? Na, Jared läuft da was? Talcott, schön, euch zu sehen. Oh, wer ist das denn? Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Sehr bitte gut gemacht. Meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis. Gute Nacht. Gute Nacht. Iris, wie sieht's bei uns aus? Oh, um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noctis, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Luna Freya, sie wurde vor einer Weile hier in Lestalum gesehen. Sie hat die Stadt schon wieder verlassen. Aber nun wissen wir, dass sie lebt. Zum Glück. Verstanden. Danke. Bitte. Also dann, jetzt ruht euch erstmal aus. Müssen wir? Oder können wir? Okay, wir müssen. Ja komm, klar, dass es DD ist. Wir haben ja auch nicht gekämpft. Schon wieder ein Level bekommen? Okay, wir haben doch gerade gar nichts gemacht. Okay, aber Stufe 15. So, okay. Komm, das Bild speichern wir. Und hier das erste von Noctis. Sehr schön. Er wird besser. Der nächste Morgen. Na endlich, du Schlafmütze! Wer? Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Talcott spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Na los, lass uns auch gehen. Wer war denn Talcott nochmal? Okay, wir gehen einfach mit. Okay, gehen wir. Klasse, ich höre dich rum. Danke, ich danke dir. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Ach, was mit mir? Da wünscht er mir echt keinen Spaß, das kann nicht wahr sein. Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Okay. Komm schon, mir nach. Du, ich bin hinter dir. Du bist diejenige, die eindeutig zu langsam ist. Komm, Stadtbummel. Ach so, jetzt können sie doch rennen. Ja, auf geht's. Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Das glaube ich, das glaube ich. Oh, er hört sich ja gar nicht motiviert an. Noctis, ey. So, hier müssen wir hin. Was haben wir denn da? Ein Heiltrank gefunden, nice. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Dann mach doch. Ja, komm. Begeisterung ausdrücken, das können wir ja wenigstens mal machen. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das finde ich auch.
So, Erfahrungspunkte natürlich bekommen. Obwohl sie gerade nur eine Antwort von uns bekommen hat. So, was wow. haben wir hier? Sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Nocht. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. Ja, war ja klar. So, fertig. Okay. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Zum Kraftwerk? Ja, auf geht's. Okay, da lang. 100 Meter. Eieiei. Können wir unser Schwert hier drin benutzen? Nein. Natürlich nicht. Oh, was haben wir hier? Ein Sticker. Tankstelle. Okay. Was kann ich damit machen? Oh, hier braucht man gar nichts einkaufen. Man findet ja die ganzen Sachen. Verrostete Münze gefunden. Natürlich, warum auch nicht? Weiß zwar nicht, was man damit machen kann, aber naja, mal gucken. So, jetzt sind wir auch hier. Was kannst du das ist das über die Fabrik sagen? Okay, hier wird Kraftwerk. Die Energie für die Fabriken gewonnen. Okay. Aber halt dich fest. In Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Ja, das ist doch schön. Vorschlagen, warum nicht? Du bist ja Feuer und Flamme. Vielleicht solltest du dich um meine Stelle bewerben. Ja, vielleicht sollte ich das. Ich finde das klasse, dass die Frauen hier anpacken. Anders als in Insomnia. Nächster Halt. Pekla Panorama Park. Okay. Da lang, okay. Haben wir. Ey, immer diese weiten Wege. Meine Fresse. Ist das denn der kürzere Weg? Die Architektur. Ganz anders als in Insomnia. Mhm. Alter, er mit seinen Antworten immer. Hm. Mehr hat er nicht zu sagen? Okay. Aber die Figuren, wie gesagt, ne, gerade gesehen, die sahen auf der PS4 so schlecht aus. Deswegen bin ich froh, dass man diese Version überarbeitet hat. Mann, das sah alle. Also vieles sah extrem schlimm aus. In dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja. Ach ja. So. Wie gesagt, das nächste Buch. Pausiert einfach und dann könnt ihr euch das durchlesen. Nocht, das ist mein Lieblingsgeschäft. Welches? Ach so. Das hier unten jetzt, oder was? Wir springen da jetzt einfach so runter. Die Abkürzung. Ich auch gern mal fahren. Oh, oh. Ja, nicht schlecht. Das Ding müssen wir finden. Das kann unser Aussehen verändern, bin ich der Meinung. Genau. Es scheint ein neues Update zu sein. Okay, hä? Okay, ich hab's jetzt einfach mal gemacht, Leute. Ich weiß nicht. Nein. Ja, ist okay, ist okay. Mal gucken, weiblich. Einfach nur mal gucken, wie die Figuren aussehen. Ich bin der Meinung, das ist für den Online-Modus. Ah, ich glaube, das können wir später mal machen. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt, wo der Vogel steht. Noctis Aussehen. Nein, nein. Holy shit, ich kann den nicht mehr raus. Kann das sein? Oha. Mal gucken, was können wir denn hier machen? Nein, nein. Das sieht ja alles scheiße aus hier. Ja, ist okay, ist okay. Ich komme nicht mehr raus, Leute. Nein. Ja, okay, Leute, wir müssen einen Avatar erstellen, so wie es aussieht. Verdammt, naja. Das sieht scheiße aus. Ja, was? Kombination der Gesichter. Das sieht alles scheiße aus. Also das... Nee, das geht gar nicht. Nee. Nee, komm. Holy shit. Nee, hier. Nee, warte mal. Leute, ich muss mal kurz irgendwie versuchen, dass wir hier zurückkommen. Und dann schauen wir uns gleich weiter, denn wir wollen unsere Figur definitiv nicht verändern. So, Leute, wir haben die Figur jetzt erstellt. Wir haben eine Frau genommen, da die Männer so scheiße aussehen. Ich hoffe, wir spielen nicht mit der Frau weiter. Falls doch, muss ich das Spiel laden. Oh, holy shit. Okay, wir spielen ernsthaft mit der Frau. Nee, komm. Okay, nee, das... Nee, komm, das geht nicht. Nee.
Nein, komm, jetzt sieh zu. Oh Gott, Leute, ich muss das Spiel laden. Wir sind jetzt wieder hier beim Panoramapark. Falls ihr diesen Vogel seht, nicht drangehen, denn das Aussehen könnt ihr anscheinend nicht wieder rückgängig machen, denn aus dem Menü kommt ihr nie wieder raus. Deswegen. Und die Figuren sehen alle schlecht aus. Also, nicht beigehen. Sag mal, ist das jetzt ein Date? Wow. Nein, ehrlich? Scherzhaft entschärfen. Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Das ist richtig. Luna Freya. Ob die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Gerne. Auf geht's. Bevor das hier doch noch ein Date wird. So, Tankstelle. Okay, da oben ist eine Tankstelle. Das heißt, tanken können wir. Aber jetzt erstmal zum Hotel. Bin mal gespannt. Einfach herrlich, den Wind in den Haaren zu spüren. Ob die anderen wohl schon zurück sind? Ja, auf jeden Fall. So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Nocht. Hat Spaß gemacht. Bitte, das stimmt. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Naja. Jedenfalls etwas. Habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Nocht. Oh, wie süß. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Stadtbummel. Da seid ihr ja. Ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Was Stimmt. hat er denn? Etwas höflicher, Talcott. Ach ist was, ich Junge. Bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Okay. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Na sicher. Wollen wir mal nachsehen? Klar. In Vielen Dank, Talcott. Ja, Talcott. Ja. Okay. Klingt gefährlich. Schafft ihr das zu viert? Ja, auf jeden Fall. Nehmt euch bloß vor Sichern in Acht. Kann gut sein, dass dort welche lauern. Wahrscheinlich, ne? Aber dennoch werden wir die fertig machen. Oh, da liegt auch wieder was. So, los. Guck mal, wir haben da überall Fragezeichen. Ich glaube, die klicken wir mal kurz an. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man springt, ab und zu doch um einiges schneller ist. Zumindest bekommt man einen kleinen Schub. Na, komm. Ich hoffe, wir können die auch alle annehmen. Oh, du bist neu, was? Ja. Wenn dir was gefällt, komm mal wieder. Ne, ich wollte eigentlich die Mission hier haben. Vergeht einem direkt die Lust. Oder, warte mal, ach der Kleine. Oh, bist du zufällig Jäger? Ja. Ja, warum fragst du? Naja, weil wir gerade dabei sind, neue Handelsrouten zu sichern, weißt du? Was du nicht sagst. Können wir machen. Dafür hatten wir einen lokalen Jäger eingespannt. Aber der meldet sich nicht mehr. Ja, dann ist er tot. Das riecht nach Vertragsbruch. Also, falls du deinen Kollegen da draußen treffen solltest, erinnere ihn an seine Pflicht. Ganz schön frech, mein Junge, ne? Ja, komm. Jäger ausspüren. Was haben wir hier? Ne, warte mal, wer hat die Mission? Doch, hier auf dem Zettel, oder? Okay, nein. Okay, das Essen hat die Hauptmission für mich. Bist ein Jäger, oder? Na klar. Mit einem mobilen Untersatz? Sie, Regaia nennt sich das. Aber dann könntest du mir vielleicht helfen. Mit was? Wäre super, wenn du meine Waren aus einem liegen gebliebenen Transporter bergen könntest. Na klar, immer ja damit. Der Fahrer ist getürmt und guter Rat nun teuer. Das ist wahr. Na los, komm. Noctis weiter. So, da hinten haben wir noch eine Nebenmission. Die nehmen wir auch noch an. Was für ein seltsamer Junge. Okay, das nächste Essen. So. Hey, du, sag mal, du nimmst nicht zufällig Jagd. Was? Ja. Wieso? Naja, weil wir ein paar Jäger gut gebrauchen können, um unsere Ernte zu sichern. Ich wollte mich eigentlich bei Meldatio melden. Aber wenn du sowieso Zeit hast, dann kann ich mir das ja auch sparen. Details erfährst du auf der Farm. Danke. Okay, die nächste. So, aber jetzt müssen wir kurz tanken. Nee, nicht. Wir müssen tanken. Sonst kommen wir einfach nicht mehr voran. Eindeutig nicht. So, der Regalia, wo ist er denn? Ich glaube, der müsste jetzt hier links sein.
Okay, 3 Kilometer. Das ist doch schon extrem weit weg. Aber erstmal zur Karre. So, in der Stadt weiß ich nicht, ob man hier noch irgendwann mal etwas Besonderes machen muss oder so. Beziehungsweise Gegner bekämpfen oder so. Aber naja. Oh, das war ein Leck. So, hier unten ist wieder eine Mission. Eieiei, ganz schön viele. Ach, den kennen wir doch. Den Fotograf. Ja, was hast du denn hier? Hey, der sieht aus wie der fette Typ von Lost. Eindeutig. Jeder kennt ihn bestimmt. Du bist doch der genau. Jäger aus Insomnia, nicht wahr? Genau. Ah, wusste ich's doch. Schlimm, was in Insomnia passiert ist. Brauchst du vielleicht Geld? Ich suche nämlich noch freie Mitarbeiter. Du und deine Freunde sehen mir genau richtig aus für den Job. Wie ist? Wie ist? Worum geht's denn überhaupt? Ist ganz leicht. Ich brauche jemanden, der mir ein paar Fotos macht. Und zwar von der Kautesplatte. Aus dem Norden und dem Süden. Ah, super. Na gut. Was? Wirklich? Vielen Dank, mein Freund. Kein Geschehen. Mal sehen, wo treiben wir denn eine Kamera für euch auf? Ich denke mal, die... Haben eine. Ach, klar, Pronto hat eine. Ihr seid also Profis. Ich warte hier auf euch. Bringt mir die Aufnahmen, wenn ihr sie habt. Das werden wir machen. Aber nicht mehr heute. Die perfekte Landschaft. Das sollten wir hinkriegen. Pronto, das ist dein Auftrag. So, Karre, wo bist du? Da hast du uns ja was eingebaut. So, wir können ja mal zur Tankstelle fahren. Hä? Wieso? Ja, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Seid nicht so paranoid. Wie man tankt. So. Hier hoch auf jeden Fall. Ich glaube, hier war da. Genau. Jetzt einfach die Straße runter. Und dann rein theoretisch 3 Kilometer lang weit fahren. Hallo. Okay, ich weiß auch gerade gar nicht, warum man da nicht rauffahren will. Die wollen das hier irgendwann mal ändern, sodass man wirklich, frei fahren kann. Aber bisher, Leute, der will nicht. Der will... Okay. Raus mit euch. Nein. Oh, Noctis. Komm wieder rein. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich? Wir versuchen das nochmal. Ja. So, jetzt links. Auf der Straße. Leute, ich drück nach links. Er macht es nicht. Er macht es nicht. In Insomnia, was? Das da ist doch ein Scheiß. Menschen nicht mal den Prinzen. Okay, jetzt nochmal. Raus mit euch. Parken. Ich hoffe, der macht das. Komm, links, genau. Oh, ich hoffe, das kommt bald. Denn dass man nicht frei rumfahren kann, das ist richtig ganz schön scheiße. Hier. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Mhm. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit. Wir wollen erstmal eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Aber wenn das nur so günstig in der wirklichen Welt wäre. Da haben wir jetzt echt für 5 vollgetankt? Der Tank war fast leer. Tank ist wieder voll. So, manuelles Fahren. Okay, los geht's. Los geht's. So, Leute, und wir müssen jetzt... Kann ich euch zeigen? Da müssen wir hin. Das heißt, die Straße einfach nur hinter uns entlang. Dann rechts und dann wieder links. Sehr schön. Machen wir das Deck auf. So, schafft er das? Schafft er das? Links, links, links? Danke, 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 danke. Ist ja gleich um die Ecke. Naja, wir fahren da jetzt erstmal hin und dann würde ich sagen, bis gleich. Oh, wir sind kurz vor dem Ziel und die Nacht bricht wieder an. Das ist nicht gut. Das heißt, starke Monster werden kommen und wir werden höchstwahrscheinlich verrecken. Irgendwo hier unten soll das wohl sein. Ah, hier unten. Okay. Hey. Ja, komm. Wir werden zurückfahren. Na los, komm. Und werden hier gleich mal parken. Fahren bei Nacht. Ja, ich weiß. Raus so, mit euch. Hier werden wir rausgehen. Denn hier kommen wir runter. Noctis, warum fährst du wieder vorwärts? Also los, Bewegung. Los, komm, bevor die großen Viecher kommen. Oder beziehungsweise die starken Viecher.
So, dann lass mal gucken, was hier unten ist. Kriegen wir eigentlich Schaden, wenn wir runterspringen? Okay, nein. Er rollt natürlich ab. Das ist gut. Ob das wirklich so gut ist? Komm, so geht's schneller. Komm, nochmal. Sehr schön. Ach, guck mal, hier liegt sogar was. So, auf Viereck können wir uns ducken. Das heißt, damit können wir unsere Stasa auffüllen. Müssen wir jetzt hier auch runter? Heilige Scheiße. Was ist das denn? Oh, Leute, wollen wir das Viech mal angreifen? Ich denke mal nicht, dass wir es schaffen, oder? Nee, Level 54, nee. Nee, findet nicht statt. Nee. Nein, 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 nein. Alles ist gut. Nee, da ist kein Feind, da ist kein Feind. Eindeutig zu groß. Aber hier. Die können wir töten. Ist unsere Waffe zu schwach oder was ist hier los? Eindeutig. Holy shit. Alter, die sind dort in Stufe 18. Was ist denn hier los? Hier. Danke. Einen Moment zur Früh. Ja, ja. Kommt du, mach mal einen Doppelschuss. Am besten den Gnadenschuss. Nee, nee, unsere doch auch nicht. Siehst du doch. Ah, oh, schon wieder. What the fuck? Hilf mir jemand. Hallo. Für die Insel? Von wegen. Nee, aber... wir können hier mal keine Ahnung was machen. Gladius, mach mal was. Das war's dann wohl. Ja, los, greif an. Sauber, Gladius. Ei, das wird nicht gut. Leute, wir machen auch zu wenig Schaden. Na, wir haben zwar ein geiles Schwert, aber irgendwie... Ja, okay, aber die sollten wir doch noch... Oh, zertrümmert. Da haben wir anscheinend die Schale geknackt. Na los, komm, ein bisschen schneller. Über 1000 Schaden. Sehr schlechte Sicht. Okay, wir brauchen Heiltrank. Jupp, für mich. Danke für den Tipp. Komm, jetzt aber ran hier. Ignis, markier mal schnell. Ach so. Okay. Oh, oh, oh. Okay, warte mal. Ohne Scheiß, wir benutzen noch einen Heiltrank, Leute. Das kann nicht so weitergehen. Noctis, steh auf. Komm, wir haben es gleich geschafft. Alter. Alter, ich drück doch Viereck, du kleiner... Oh, das kann nicht wahr sein, ne? Ja, hier, komm, ich brauche Hilfe. Bevor ich wieder einen Heiltrank nutze. Nee. Komm, jetzt aber ran da. Komm, alle zusammen. Alter, das kann nicht wahr sein. Leute, mit Stufe 15 greift keine Stufe 18 Monster an. Heilige Scheiße. Ich weiß gar nicht, kann man die Schwerter verstecken? Falls ja, müssen wir das dringend noch machen. Ah, okay, wir haben keine Stase mehr. Ja, ja, das denke ich mir die ganze Zeit. Aber dennoch bringt das ja nichts. Los, komm, alle rauf hier. Los, go. Eieiei. Los, komm. Oh, wenn er... Er schlägt halt zu langsam drauf. Und bevor wir ausweichen können... Weiß nicht, schlägt er schon links zu. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Offensive natürlich erst bekommen. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Nach dem Kampf. Was ist das? Oh, Mann. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Das hast du gerade schon gesagt. Aber gespannt. Das auch. Okay. Oh, holy shit. Okay. Ich muss auf jeden Fall... Ach doch, wir können die Waffen verstecken. Und zwar bei dem Mechaniker. Siehst du, da war was. Naja, aber dennoch werden wir davon reingehen. Kann das auch sein, da es nachts ist, dass die Viecher eindeutig stärker geworden sind? So, wir müssen irgendwo hier hoch. Ich glaube, ich bin nicht schon viel zu weit gegangen. Genau hier. So, hier scheint der richtige Weg zu sein. So, da unten die Kiste lassen wir liegen. Wohl der Wasserfall ist? Ja, höchstwahrscheinlich. Kostet nichts. Sieht das ist richtig. Weg aus. Ja, eindeutig. Hey, das riecht nach Eingang. Ja. Vielleicht ist an der Legende ja echt was dran. Das ist der nächste Dungeon, Leute.
Naja, meine Freunde, dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, Final Fantasy gefällt euch genauso wie meine Wenigkeit. Falls euch das Video natürlich gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und gebt mir am besten Feedback in den Kommentaren von wegen Final Fantasy weiterspielen oder nicht. Naja, bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüssi.